bis der merkt, dass das Seil ein bisschen an machen kann, kann ich das Gleichgewicht nicht mehr halten. Und euch geht es ähnlich mit dem Töff. Also probiert möglichst in die Weite zu schauen. Nicht euch nicht auf den Töff konzentrieren, sondern in die Weite wie aber. Gut. Jetzt den Töff kommen wir von uns über. Im ersten Gang sichern. Seitenständer draussen, dann könnt ihr das Ding also einfach fallen, wenn ihr mal nicht mehr mögt, dann geht auf den Ständer und passieren kann nichts. Wenn ihr später Töff fahrt, schaut immer, dass ihr den ersten Gang drin habt. Weil, wenn ihr jetzt an dem Töff hin und her schüttelt, seht ihr, es geht gar nicht, es steht da. Wenn ich keinen Gang drin habe, dann kommt da mal irgendeiner und schaut den Töff an, schießt ihn euch um, klappt, der Töff geht um, der läuft davor und ihr habt verstanden. Also immer sichern im ersten Gang und so können wir den Close haben. Wir machen jetzt die ersten Übungen mal. Würde einer von euch schnell von hinten kommen? Wir machen die erste Übung immer die zweite. Also, dass ihr von daher mal grundsätzlich da hinten einen habt, der im schlimmsten Fall noch wird sichern würde. Und zwar steht der Töff ja dann hier so auf dem Seitenständer. Ihr geht von dieser Seite dran her, das ist die einfache, weil das hier unter dem Berg ist. Dann lenkt ihr vielleicht einfach so einschlagen, dann können wir hier vorbei. Dann hier mal drüber hier. Absitzen und dann nehmen wir den Töff hier in die Mitte und den Lenker gerade stellen. Die Person hinten ist einfach dafür zuständig, dass falls es mal mit dem Gleichgewicht ein Problem gibt, dass der hinten könnte haben. Dann den Töff hier haben, mit dem linken Fuß den Ständer hinten machen und einfach mal so ein bisschen hin und her ins Gewicht spielen. Was meint ihr, wie schwer ist so ein Töff? So, ich sage jetzt so, um die 200. Wenn ich davon ausgehe, also mit dem Fassstrassenmotor, dann sind wir nicht einfach so. Das lüftet man ja nicht einfach so.